Wie schwer ist dieses Schwert? Bin immer vorsichtig, was schwer angeht. So, die ist schwer. Nein, das ist schwer. Oder nein, geh ja bloß nicht rein. Okay. Dein Wort in Gottes Ohr. Fragen was. Dauert eh wieder eine halbe Ewigkeit. Okay, ja, mal gucken. So, da haben wir auch noch was. Haben wir das einmal? Wie gesagt, das dauert ja eh eine Ewigkeit. Freibrief. Gott, ist er voll hier. Weiter wach. Okay. Los, weg hier. Das sind sogar Viecher, die ich brauche. Das ist sehr praktisch. Weil einfach, einfach, einfach ist. So, hier sind diese Fans, die der Mosen auch komplett hier haben. Stimmt, sowas fehlt mir tatsächlich noch in meiner Sammlung von Kuscheltieren. Fledermäuse. Fledermäuse sind toll. Hässliche Dämonen fliegen allerdings nicht.
Wo hatte ich das Viech? Da ist das Viech. Auch noch eins. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Dadel! Guten Morgen. Es ist mitten in der Nacht. Sag mal. Boah, mitten in der Nacht. Spätabends ist es. Nur gestößt und sind gerade wach geworden. Ah, okay. Wir haben schon gefragt, wo du abgeblieben bist. Boah, das Viech ist aber echt zäh. Ich könnte weiter schaffen. Dann mach das doch! Daddel. Schlaf ist wichtig! Klaus, wie ist doch deine Kompagnons? Ich hab das Gefühl, wir gehen ganz schön um eins drauf. So. Denn jetzt mal du wieder. Dann habe ich wenigstens Mysterium sicher, glaube ich. Durch von euch. Ja. Ich und dann habe ich alle deiner Sorte. Ja, automatisches Sortiersystem wäre toll. Dann einmal dahin wieder zurück. Aber warte mal. Wir fliegen einfach. Nehmen wir die dicke Katze mit. Ich find's irgendwie lustig. Wie Beinchen.
Da muss ich hin. Ich hin. Okay. Ah. Das erklärt es natürlich. Okay, da kann ich Materie kriegen. Ach, Götterdämmerung, Garuda. So. Jetzt schnabuliere ich nebenbei nochmal mein letztes Brötchen. Brötchen vor allem. Brot, was ich habe. Also es beamt von 20 Spiele vorbei. Ist bei der Reihe, naja. Ein Sound-Alarm, Spongebob, pass auf dich auf. Dieser Satz wird immer hektischer wiederholt. Lief voll in Hektik. Ja, ich passe doch auf mich auf. Ja, tu ich doch. Ja, ich passe doch auf mich auf. Oh Mann. Ja, schon lustig. Und dieser Moment, wenn man das erste Mal wieder so richtig zu Fuß geht. Mein Brot fällt auseinander. Nur von A nach B nach C nach D. Auch schön. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mir Gedanken machen, wenn ich in echt eine dicke Katze durch die Luft fliegen sehen würde. So, und Landeanflug. Nachfrage, was soll den Reliktwaff freispielt? Nachfrage zu Beginn musst du zu deinem Job wechseln, in dem musst du 5 sehr recht Möhnheim ansprechen. Um den Reliktwaff für diesen Job zu ergattern. Oh Gott, was ist das denn nun schon wieder? Okay.
Okay. Ei, ei, ei. Bin da überfordert hier. Artemis-Bogen. Ja. Machen wir. Das meiste Geld geht fürs Reisen drauf. Der Reisen. Ei. Warte mal. Hier muss ich hin. Da genau. Hier. Fertig mit dem Tellerchen. Ihm jetzt das Ding wiedergeben, oder wie? Ja. Und wir warten schon wieder fast nach fast 20 Minuten warten wir. Ich möchte manchmal echt, ich habe die falsche Klasse. Mich braucht einfach keiner. Schweb, kleine Katze, schweb. Lieb. Ja, ich weiß, dass wir sie erreicht haben. Und ich würde das hier gar nicht gehen. Allein wegen der ganzen Äste. Oh, warte mal. Ja, man kann da drin landen. Wie cool. Okay. Ich frag mich da, woher ich den kriege, aber passt schon. Gut. So, es wäre ja schön, wenn ich hier meine Gruppe finden würde. Dann machen wir erstmal die Hauptquest weiter. Huch. Hauptquest weiter. Nur Gridania, bitte. Oh Gott.
Finger geklemmt. Ey, ey. Bin ich tatsächlich schon, dank Luna. Aber kannst du gerne ausnutzen. So, warte, mache ich sofort. Ich will mich nur einmal kurz schon mal vor die Aufgabe hier stellen. Ui! Irgendwann fahre ich diese Säule hier noch um. Weißt du? Gib alles. Immer doch. Kennst du mich doch, Dettel? Sehr schön. Oh Gott. Dieser Stuhl. Ich brauche Bremsen. Oh, ich so langsam eine Bremse an dem Stuhl, damit der nicht immer weiter wegrollt. So. Hast du toll gemacht. Danke. Ich hab ein Haar am Ohr. So. Oh, ja, was haben wir denn hier? Verschaut auf Gott, ja. Machen wir mal. Okay, so. Dann. Nächste Frage, weil das ja da alles so dauert. Also ja, Gott hat Demo, könnten wir abgeben. Das hier ist da hinten. Ja, warte. Doch, da rein. Warten sie wieder alle auf uns. Dachchen, 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 Dachchen. Du bist gekommen, juhu, Kupo. Du wirst uns helfen, Kupo. Und dann gibt es keinen Kupo-Krieg, ja? Kuplo, daraus wird doch keiner schlau. Fanny, erklär du doch endlich, was los ist. Danke dir, dass du so schnell gekommen bist. Wir sind in einer schwierigen Lage, aus der uns nur der Bund der Morgenröte befreien kann. Kupo ist gekommen, mit was denn? Mit einem roten Bommel? Kupo hier hat uns eine sehr beunruhigende Botschaft überbracht. Ich meine, dann freu dich doch viel mehr, dass ich mittlerweile mit meiner fetten Katze fliegen kann. Das. Toll. Entzünd. Nee. Ah!
Ah, ihr wollt mich doch verhohne piepen. Okay. Außerdem wird hier nichts angezündet, Dettel. Vor allem keine Katzen. Es ist immer noch 2 gegen 1. Luna hatte auch was gegen. Vor allem bevor es sich vermehrt. Das hat es schon längst, Dattel. Das hat es schon längst. Es hat sich schon vermehrt. Kupferglockenmine. Schwer. Jetzt gucken wir mal, ob es wirklich schwer ist. Ob es nicht schwer ist. Ob es wirklich nicht schwer ist, genau. Da hier, Leute. Ich habe keinen Katzenfreund. Wenn nicht so niemand sollte gequält werden. Das stimmt. Ja, wo bleibt er denn? Oh, jetzt fängst du schon alleine an, oder was? Hier nur noch Funke, Funke, Glitzer. Stimmt, ich erinnere mich, wo ich das letzte Mal hier drin war, war Luna mit dabei, glaube ich. In dem Ding hier. Ich erinnere mich dran. Ich will da noch nicht mehr was. Boah, sie sehen nicht so froh, der Glitzer. Glitzer Funke Heiterkeit. Oh, die sind cool. Der Graf muss was sagen. Ich bin nicht voran. Renn ihr vor. Ganz weiter rennen. Hier ist er. Nicht an der Lampe festbacken. Ihr habt den Überblick schon lange verloren. Warum brauchst du denn nicht? Man versteht es nicht.
Wenn ich kann verstehen, wenn die, wenn ich zu früh bin, quasi. Ich bin nur die Fähigkeit bereit ist. Gerne hier aus diesem kurzen Ding einmal raus. Anvisiert und greift trotzdem mich an. Ach ja. Warum immer mich gerade getötet hat. Das wird der Club. Ich will hier wieder raus. Ja.
nicht sterben jetzt. Alle sollen nicht sterben. Geilste ist aber dieser Moment, wo man nicht geheilt wird. Oder wenn man einfach nicht angreift hat, dann ist es auch noch besser. Hui. Okay. Nichts, was ich gebrauchen kann. Ich werde hier. Minimal überfordert, würde ich sagen. Das Einzige, was mich immer so nervt, ist dieses Anvisieren. Und mein Finger nicht durchgehend auf Top lassen. Ich weiß nicht. Kennen wir schon.
mir in Ruhe. Kacke. Ja, da kam ich leider jetzt nicht so schnell weg. Und schon raus, scheiße. Ach ja. Hä? Ich find's halt so geil. Als wenn man von ausgeht, dass ich mich die ganze Zeit selber heile. Meine Tränke haben leider eine gewisse Abklingzeit. Lass mich da endlich raus hier. So, jetzt wäre es ultra nett, wenn man mich mal kurz heilen könnte. Ja. Das ist super nett. Nicht mehr immer wieder beleben, es wäre auch Heilung wäre zwischendurch super nett. So, immer mal wieder. Ja, toll. Ich gehe allein nicht hin. Jetzt, gerade, auf dem Weise. Dass du mich in der nächsten Sekunde wieder beleben kannst. Schenke, komm schon. Ich habe gerade Köpfe geschrieben, ein Heiler, der heilt, erleben darf. Ein Heiler, der zumindest wiederbelebt. Das war's dann aber auch. Heilung wäre zwischendurch wünschenswert gewesen. Ich meinte nur, wiederbeleben konnte so. Heilen konnte so nicht. Zumindest mich nicht. Meine Tränke haben mir leider eine gewisse Abklingzeit. Deswegen, war das dann zwischendurch ein bisschen schwierig. Zumindest ein Tod, wäre mir erspart geblieben. Der allererste, der war von mir verschuldet. Habe ich missgebaut. Aber einem von den beiden, der hätte nicht sein müssen, wenn sie mich direkt danach mal geheilt hätte. Doch weiter konnte ich vom Schlachtfeld nicht weg. Achso, da müssen wir ran. Kastrum. Wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Wir machen nun, beende nur kurz die eine Quest. Ja klar. Klar würde ich einmal mitkommen. Da habe ich dir doch sowieso versprochen, dass ich einmal mitkomme. Also was heißt nur einmal, aber dass ich das einmal mitmache. Wieder. Lass dich da so nicht durchgehend alleine durch. Nehmen wir einmal kurz den Quatsch hier an. Und dann können wir loslegen. Bin ich alleine auf 30 besser. Das stimmt. Ja.
Krankenschwester gespielt habe, hatte ich nur. Also, gespielt habe, hatte ich nur den draufgehauen, wenn es der Truppe soweit gut ging. Ansonsten bin ich mit Fürstklitz Rubin durch die Gegend gesprungen. Ja, wäre dabei vielleicht auch ganz gut gewesen, wenn der Heiler nicht mit draufgegangen wäre. Aber das ist genauso wie der Tank, den ich halt gestern hatte. War ich, also ich war schon Level 27, war dann aber halt in der Inni für 19, glaube ich. Und der Tank hatte dann 50 Leute um sich herum.